Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und ja, wir befinden uns wieder in einer neuen Runde. Und haben einen Paladin, der sich schnell bewegen kann, aber schnell auf weit fliegt, wenn er getroffen wird. Keine gute Ausgangslage. Für uns, aber vielleicht klappt's ja. Einfach nur aufpassen. Und wenn es hier diesmal nicht klappt, dann machen wir nochmal, gehen wir nochmal Geld farmen und uns 2-3 Level beim Schaden und Leben zu holen. Ich kann auch Äxte werfen, weißt du? Aber ich kann auch hier nicht reinspringen. Was nicht so gesund ist. So. Wow. Ich glaube, ich eine Assassine, so wie der aussieht, aber. So, jetzt muss der tot sein. Wir können das ganze Zeug einsammeln. Und nochmal die Fontäne versuchen. Die Fontäne. Und ja, es heißt eigentlich Jungbrunnen. Aua, da oben sind ja auch ein Haufen Schwerter. Aua. Ja, ich sollte nicht stehen bleiben. Wenn er böse Sachen macht. Na, das war nicht so geplant. Mal gucken, was wir beim jetzt kriegen. Lichtking, Hokage. Ach, wisst ihr was? Ich probiere es noch einmal mit dem Hokage. Und ja, ich bin jetzt gerade wirklich hartnäckig. Danach wird nochmal gefarmt für Lebenspunkte und so weiter. Bla 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 bla. So. Komm, Johannes. Dich müssen wir doch tot kriegen. Wow. Aber nicht so. Vor allem nicht mit so. Deine Schwert direkt vor uns machst. So, jetzt müsstest du schon mal tot sein. Und dich auflösen und wir können das Hähnchen einsammeln. Diesmal liegen da nur drei Hähnchen. Nee, das vierte liegt hinterm Wasser versteckt. Okay. Die Fontäne. Oh. Hier weg. Hat Schwertern. Das wiederum war nicht so gut.
Oh, wir kriegen ihn langsam tot. Stirb. Way. Oh, die Fenster werden heller. Hm. Du hast mich besiegt, aber um welchen Preis? Ich habe vielleicht den König getötet, aber er hat immer noch seine Leute betrogen. Frage dich selber, welche Gerechtigkeit widerfahren ist. Am Schluss sind wir alle für unsere eigenen Sünden verantwortlich. Schau dir deine Vorväter an. Das ist der Preis für... für Loyalität, diese... für fraglose Loyalität, Punkt, Punkt, Punkt. Die Sonne. Ich habe vergessen, wie sie sich anfühlt. Die Fontäne wurde getötet bei Sir Scorpio. Und die Fontäne hat den König getötet. Ja. Und ein Haufen Gold. Gold, 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 Gold. Und ja. Das war's dann wohl mit dem Spiel. Oh, noch die Zusammenfassung, wie viele Gegner wir getötet haben. Ein Haufen Skelette. Die haben wir 0 Mal getötet. Oh, da sollte ich mich schämen. Oder die hatten einfach Angst vor mir und haben sich versteckt. Grey Knight, Grey Baron, Gradiator. Scout, Pupil, Visionary. Habe ich 2 getötet vor dem Blauen. Kidia konnte ich nur einmal töten, den Boss. Flamelock, Solok nur 2 Stück, Blaze Lock 40. Oh, sind verdammt viele Magier. Ein Terrasaur. Ein Haufen Gravisoren. Glacian 4 Mal. Die habe ich auch 0 Mal getötet. Ich hätte schwören können, die hätte ich wenigstens 1 Mal getötet. Schade. Zombie, Zombona, Zombieschuh. Zombona 0 Stück. Oh. Mimik. Mimik Crunch. Hat nur 1 Doomscape, aber dafür 150 Doomwasser. Salos habe ich 0 getötet. Diese Fake-Bilder, die großen. Sniper 0, Ranger 13. Ein Web. Einer hat uns ja, glaube ich, getötet. Und Onyx Horn doch. Der pinke Schädel. Korrupt Lord, Korrupt Knight. 4 korrupte Lords habe ich getötet und 15 Vanguards. Hm. Ah, dafür musste Botis 2 Mal dran glauben. Guardbox XL, Guardbox 2000 habe ich nur 1 getötet. Und einen Haufen Pinkies. Oder Plinkies. Mhm. Oh, die habe ich jeweils 2 Mal getötet. Also das zweite Mal kann ich mich jetzt gar nicht. Also das erste Mal kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Nur das zweite Mal. Chariten, Infernit. Ich habe immer Infinit gesagt. Ponce de Leon. Hat der 4 Augen? Scheint so. Shaintor, Shaintex, Shaintrus, das sind die mit den Morgensternen gewesen. Ja, genau, mit den Dingern hier. 59 Spiktors habe ich getötet. Den Nino Pollo. Ninjos. Blob, Blobbeat. Blobasaurus Rex. Okay, der Name ist geil. Herodotus, 30 Stück. Na, das war ja auch keine Kunst. Tower Guards, oh, die sehen böse aus. 13 Halbguards, 26 Tower Guards. Ein Nachtmahr, 2 Dark Stallions, kopflose Pferde, 31. Wagenflocken, 2 Stück, ich finde den Namen genial. Man kann Vortools und Spike Traps töten. Ein Johannes. Habe ich getötet. Und eine Fontäne. Ja, das war das Ganze. Ja, mein Fazit zum Spiel. Es ist richtig genial gemacht.
Also das ist ein Roguelike-Spiel nach meinem Geschmack. Das kann, man könnte man theoretisch stundenlang am Stück zocken, bis man blöd wird eigentlich. Und ja, hätte ich jetzt das nicht Let's Play nicht gemacht, hätte ich es wahrscheinlich ordentlich durchgesuchtet. Wahrscheinlich an einem Tag. Oder an zwei. Will es ja nicht übertreiben. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Spiel gewesen. Oder ist immer noch ein geiles Spiel, besser gesagt. Also mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt am Schluss ein bisschen... naja, den Endgegner krampfhaft durchgeboxt habe, sage ich mal so. Ich wollte ja noch einen Farmmann mit dazwischen einlegen, aber den habe ich dann doch gelassen. Hab lieber zwei Folgen lang jetzt Endgegner verhauen gespielt. Danke für alle Fans für ihre Unterstützung. Ja, habe ich gern gemacht, als ich mir das Spiel gekauft habe. Ich bereue es auch nicht. Und da ist unser Schloss mit den Bäumchen. 8 Stunden 42 hat es gedauert und 68 Kinder haben wir verheizt. Ja. Press Enter to Exit. Und wir können unsere Legacy Plus starten. Ja, das mache ich vielleicht offscreen mal. Aber für das Let's Play soll es das mal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bis dann.